Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich was ganz Besonderes für euch und zwar einen Coin-Pusher, einen Münzschieber. Das Teil macht Spaß, da sage ich euch. Ich war neulich im Europapark und da habe ich an sowas gespielt und es hat echt Spaß gemacht. Aber blöd, dass es halt echtes Geld kostet, ne? Und ich habe jetzt keinen echten, richtigen Coin-Pusher hier für euch, sondern einen Teil, was nur 25 Euro kostet, halt bei Amazon bestellt. So ein kleines Spielzeugteil. Aber die Bewertungen waren wirklich sehr gut. Man soll dabei Spaß haben und wie gut das Teil ist, werden wir jetzt auf jeden Fall mal testen und packen wir es einfach mal aus. Die Verpackung von dem Münzschieber ist auch wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir auf jeden Fall. Holen wir ihn mal raus. Ich habe in den Kommentaren auch gelesen, dass man den mit Echtgeld sogar bedienen kann. Bisschen zugeklebt hier, aber kein Problem. Reiß ich auf wie ein wahrhaftiger Aufreißer. So, wir haben einmal den Automaten und dann ein paar Münzen. Mit dem werde ich mal eine Runde spielen gleich, aber wir werden dann auch mal echtes Geld da reintun. Eine kurze Anleitung ist auch dabei, sehr interessant. Bevor wir gleich starten können, müssen wir erstmal ein paar Batterien hier unten reinmachen. Oh wow, hier kommen insgesamt 4 von den dicken Batterien rein. Ich hoffe, ich habe überhaupt zu viele zu Hause. Ach Johnny, mein Freund, du schläfst da schon wieder auf den Kratzbaum, hm? Das Ding ist so klein, der quetscht sich immer da rein. Aber irgendwie scheint ihm das zu gefallen. Und oh, du bist so warm, Johnny. Kannst du mal meine kalte Hand ein bisschen wärmen? Okay. Bruder, ich muss weiter, ich muss los. Hier ist meine Batteriekiste und das sieht gut aus. Hier habe ich auf jeden Fall ein paar dicke Batterien. Das sollte reichen. Schaut euch mal an, wie interessiert er jetzt guckt. Na, Johnny, Batterien sind das. Johnny, du bist ein toller Kater. Erstmal reinschieben hier die guten Batterien. Boah, das sind so dicke Teile, ey. Ich wusste früher gar nicht, dass es so dicke Batterien gibt. Echt unglaublich. Der Münzschieber ist jetzt fast betriebsbereit. Was jetzt noch fehlt, sind auf jeden Fall ein paar Münzen. Hier oben kann man so eine Klappe aufmachen und zuschrauben. Die Münzen dann da reintun. Und als allererstes werden wir hier mit Spielgeld spielen. Ich kipp die da jetzt einfach mal rein. Die haben sich da jetzt schon ordentlich verteilt. Da muss ich auf jeden Fall erstmal gleich da unten welche aus dem Fach rausholen. Aber ich würde mal sagen, wir starten das ganze Gerät. Aber bevor wir das starten, Freunde, lasst mal einen Daumen hoch da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Denn somit verpasst ihr keine Videos mehr. Hier auf Johnny Hunt gibt es die besten Experimente. Okay, starten wir das Gerät. Gleich gibt es, glaube ich, schöne Musik. So, Freundchen, zeig mir mal, was du drauf hast. Erstmal hier das alles raus. Holen. Das stört mich so ein bisschen. Und jetzt let's go. Ja, die Musik kann man hier natürlich auch ausschalten. Kann man hier einfach an diesem Ding hier drehen. Dann geht die Musik entweder an oder aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Musik gefällt mir. Die ist schon nicht schlecht. Und ich würde mal sagen, wir fangen jetzt an, mal die ersten Münzen reinzuwerfen. Dazu mache ich die Musik jetzt erstmal wieder an. Und man kann hier sehen, also man hat hier oben 2 Löcher, um die Münzen reinzuwerfen. Einmal links und einmal rechts. Und da kann man sehen, die Dinger gehen auch die ganze Zeit nach links und rechts. Also ich bin mal gespannt, wie das gleich funktionieren wird. Es ist jetzt so, dass alle Münzen... Oh, da ist es ganz schön knapp. Es ist jetzt so, dass alle Münzen, die da drin sind, stabil da drin liegen. Und ich würde mal sagen, wir legen los. Ah, habt ihr das gesehen? Die schlängeln sich da so langsam runter. Das ist ja gut gemacht, ey. Das gefällt mir. Okay, noch eine hinterher. Oh, das war aber Pech hier. Mann, da muss man auf den richtigen Zeitpunkt warten. Aber man kann das gar nicht so gut beurteilen, weil die brauchen echt lange, bis sie runterfallen. Oh, das ist echt gar nicht so einfach, Freunde. Wir haben noch gar keine Münze rausgeholt und schon so viele Münzen reingeschmissen. Jetzt. Oh nein, der lag doch so gut. Das gibt's ja gar nicht. Ja, doch. Jawohl, jetzt komm schon. Oh, jawohl. Wir haben eine Münze gewonnen. Eine Münze ist durchgefallen. Jackpot.
Wow. Jetzt kommt richtiger Jackpot, oder? Oh ja, Mann, richtiger Jackpot. Eine einzige Münze. Okay, Freunde, ich habe das ganze Teil jetzt mal kurz ausprobiert. Ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Also, was ich wirklich begeisternd finde, ist, dass die Münzen da eben so runterfallen. Wir werden das Ganze gleich mit Echtgeld ausprobieren. Dazu muss ich den aber erstmal leer machen. Das geht ganz einfach, indem man das hier auskippt. So kann man auch ganz easy gewinnen, ne? So ist es ja nicht. Und dann würde ich mal sagen, füllen wir das gleich mal sehr schön mit echtem Geld. Ich habe hier einen kleinen Beutel voll mit 10 Cent Stücken. Ich denke, die werden aber nicht reichen. Die passen hier durch den Schlitz ohne Probleme. 5 Cent Stücke passen auch ohne Probleme in den Schlitz. 20 Cent Stücke muss ich gerade mal ausprobieren. So, 20 Cent. Oh, 20 Cent geht nicht mehr rein. Also 10 Cent, 5 Cent, 2 Cent, 1 Cent. Alles kein Problem. Ja, und ich würde mal sagen, ich kipp die jetzt einfach mal da rein hier. Das wird gleich auf jeden Fall scheppern. Oh, das sieht auf jeden Fall schon mal wirklich sehr, sehr gut aus. Ich mag die Farbe der 10 Cent Stücke. Die gefällt mir. So, wir hauen alle rein. Jawohl, jetzt starten wir das Gerät mal kurz. Dann schiebt sich das erstmal alles in Reihe. Das sieht doch gut aus. Ein paar sind nochmal runtergefallen. Wir warten nochmal ein bisschen ab. Und dann machen wir noch so ein paar Bonusdinger da rein, würde ich mal sagen. Als kleinen Bonus oder Hauptgewinn habe ich jetzt hier zwei 5-Euro-Scheine zusammengeknüllt. Einen 10-Euro-Schein und einen 20-Euro-Schein. Die versuche ich jetzt einfach mal da reinzuwerfen. Zack, zack. Oh, der ist jetzt natürlich durchgefallen. Das ist blöd, aber ich kann ihn hier nochmal mit meinem Finger rausholen. So, machen wir den nochmal rein. Das sieht auch gut aus. Auf die andere Seite hier nochmal 20 und dann nochmal 10. Und dadurch, dass die jetzt da liegen, muss ich jetzt nochmal ganz kurz anmachen. Oh, die schieben jetzt natürlich auch ein bisschen was zur Seite, aber es fällt nichts runter, wie es aussieht. Es fällt tatsächlich nichts runter. Und was ich euch nochmal zeigen wollte, wenn man das Ding jetzt versucht anzuheben, geht Alarm an und das Teil geht einfach aus. Also schummeln geht hier nicht. Nein, nein, nein. Außer man kippt halt echt einfach alles aus. Aber dann macht es ja gar keinen Spaß mehr. Okay, fangen wir mal an zu spielen, Freunde. 1,30 Euro habe ich hier insgesamt. Also 13, 10 Cent Münzen. Das ist mein Einsatz, den ich noch habe. Alles ist eingerichtet. Ich würde sagen, wir starten das Ding. Lassen die Musik aus. Ich mache eigene Musik rein. Und jetzt fangen wir an zu spielen und mal schauen, ob ich was gewinnen werde. Oh, jawohl, das sieht gut aus und komm schon. Nein, es ist einfach nicht runtergefallen, ich glaub's ja nicht. Nächste 10 Cent Münze, die platziere ich wieder auf der linken Seite. Jawohl, richtig gut hingelegt. Oh, jetzt kommt aber was runter. Jawohl, da kam schon ein bisschen was. Das hat mir gefallen. Schauen wir mal, wo wir jetzt wieder die Münze hinlegen. Wieder auf die linke Seite und so. Nein! Nein! Sie ist einfach da oben ein bisschen hängen geblieben, aber es ist ein bisschen was runtergefallen. Jawohl! Weiter geht's. Oh, das war richtig schlecht. Das gebe ich zu. Das war mega schlecht. Also man muss hier schon gucken, dass man zum richtigen Zeitpunkt runterwirft. Und da muss man auch ein bisschen Glück haben, dass das Ding auch in die richtige Richtung reinkommt. Oh, das war nichts. Meine Münzen fallen da einfach durch, als wären sie gar nichts wert. Ey Mann, die fallen immer auf die gleiche Seite. Vielleicht soll ich es mal auf der anderen Seite probieren. Aber dann fällt er auch nur darüber. Oh, komm schon, jetzt wird geschoben, oder? Nee, doch nicht. Also es ist wirklich gar nicht so einfach. Ich probiere es jetzt mal so. Oh, in die Mitte komme ich, glaube ich, gar nicht. Kann das sein? Ah doch, man kommt in die Mitte. Man muss das hier so anstellen. Zack. Okay, das war auch nicht die Mitte. Ein bisschen kompliziert, vielleicht so. Ja, das war schon die Mitte und mein letztes 10 Cent Stück, Freunde. Dann bin ich so gesehen pleite, aber vielleicht erwirtschaften wir ja hier noch was. Es sieht schlecht aus, aber wir haben ja hier noch ein bisschen was gewonnen. Wir haben hier insgesamt 4 Münzen, 5, 6, 7. Das heißt, wir haben nochmal hier 7 Versuche. Oh, der ist gut runtergefallen. Die 5 Euro sind unten, aber
die werden einfach nur vor sich hin und her geschoben. Das ist echt ärgerlich. Weiter geht's. Jetzt komm schon, das war ein dicker Batzen. Jawohl. Zwei Münzen wenigstens. War schon besser als nichts, oder? Ey, komm schon, ich will hier mal einen Schein haben. Aber um einen Schein zu kriegen, muss man echt ganz schön lange warten. Und ihr seht es auch so. Oh jawohl, ist nochmal was runtergefallen. Es ist gar nicht so einfach, aber es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß, Freunde, das sage ich euch. Also für 25 Euro der Automat, da kann ich mich auf jeden Fall nicht beschweren. Hey, schaut euch mal an, was wir da für einen Stapel jetzt gezüchtet haben. Was habe ich hier noch übrig? 3 mal 10 Cent. Ich glaube, damit komme ich nicht mehr allzu weit. Oh nein, das landet immer auf den einen Stapel. Wir haben da schon so einen dicken Stapel gezüchtet, das glaube ich ja gar nicht. Oh Mann, das gibt's ja nicht. Komm schon, ja Mann, komm schon. Das waren meine letzten 10 Cent und es kommt einfach nichts. Nichts, verdammt. Ich guck mal kurz in mein Portemonnaie rein, ob ich da noch 10 Cent Stücke habe. Jawohl, eins haben wir hier noch. Aber das war's dann auch schon. Noch ein einziges 10 Cent Stück. Oh, vielleicht bringt er mir Glück. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. 3, 2, 1, let's go. Komm schon. Bitte lass mich nicht im Stich. Ich habe keine 10 Cent mehr. Ja, Freunde, ich habe keine 10 Cent mehr, leider. Ansonsten seht ihr es hier. Wir sind nicht so ganz gut vorangekommen. Also wir brauchen auf jeden Fall viel mehr 10 Cent Stücke. Wenn ihr noch einen zweiten Teil sehen wollt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wenn 5000 Daumen hoch bekommen, werde ich nochmal an dem Gerät spielen. Ansonsten so als Abschlussfazit, also 25 Euro das kostet. Und es macht wirklich Spaß. Es hat sehr gute Bewertungen gehabt. Viele Leute haben geschrieben, wenn man zu Hause so einen Freundeabend macht, eine Party macht oder sowas, ist das Ding ein echter Hingucker. Viele Leute spielen da dran und so weiter und so fort. Und ich finde, wenn man hier echtes Geld reinmacht, wie so 10 Cent Stücke oder vielleicht auch nur 5 Cent Stücke, finde ich das besser als mit den Plastikspielmünzen. Die fühlen sich halt nicht so gut an und das Geräusch ist auch nicht so cool. Und die 10 Cent Münzen haben ja so einen Goldlook. Ich finde, dann sieht das schon mal viel, viel besser aus. Und dann gibt es ja auch noch die Scheine da drin. Vielleicht kann der ein oder andere so einen Schein mal rausholen. Das ist ein netter Hauptgewinn auf jeden Fall. Aber im Großen und Ganzen, das macht Spaß, Freunde. Das macht wirklich Spaß. Das gefällt mir. Ich hoffe, das Video hat euch auch gut unterhalten. Jetzt würde ich mal sagen, zum Abschied nochmal hier mit schöner Musik. Ich aber, ich liebe euer Johnny Hunt. Peace.